niemanden heißt, die ist nicht utopisch, die ist nicht in eine ferne Zukunft gerichtet, aber ich halte diesen Realismus für zielführender. Das hat mich meine relativ lange Lebenserfahrung gelernt. Zum Beispiel die Frage der Scheidewege. Seit ich denken kann, stehen wir jede 10 Jahre an einem Scheideweg. 1961, 1971 kurz vor der Paketlösung, 1981 bei der Frage der Volksgruppenerklärung, 1991 im Forum der Streitbeilegungserklärung. Also immer wieder dieses Thema Scheidewege. Ich glaube vielmehr, wir brauchen viel mehr Normalität im Umgang hier mit den Sprachgruppen. Und wir brauchen sehr viel realistisches Verhandlungsgeschick gegenüber Rom. Und wir sollten absolut deutlich sehen, was uns unsere Situation bisher gebracht hat. So, jetzt habe ich noch einen letzten Themenpunkt, bevor wir dann die Diskussion an das Plenum weiterleiten. Da möchte ich jetzt den Sven Knoll also ins Gebet nehmen. Herr Knoll, wenn wir uns Südtirol von außen ansehen, von innen, wie man sagt, will, dann fällt eines ja auf. Also wir haben uns in den letzten Jahren doch sehr viel zugemutet, haben auch sehr viel Eigenständigkeit bewiesen, auch gegenüber den Tirolern. Also wir haben eine eigene Universität, wir haben einen eigenen Flughafen, wir haben eine eigene Hymne, wir haben auch eine eigene Fahne, also mit dem sogenannten Meraner Gicker, also der ist ja auch von den, also ist ja auch anders als der traditionelle Tiroler Adler und und. Also die Liste ließe sich ja beliebig fortführen. Das sind doch auch eigene Ehrungen, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Herr Knoll, das wären doch im Grunde Insignien eines eigenen Staates. Warum sollte man also den Status quo ändern? Vielleicht zur Präzisierung, wir haben keine eigene Hymne. Im Gegenteil, der Landtag hat sogar betont, dass er die Tiroler Landeshymne bei offiziellen Anlässen spielt. Also wir haben aber nicht gesungen wird bei einer anderen Hymne. Ja, das wird aber noch der Tiroler auch. Nein, aber ich glaube, das ist sicherlich ein richtiger Punkt, der hier angesprochen wurde. Es wurde in den letzten Jahren alles getan, um das Trennende hervorzuheben und nicht das Einende. Und wenn wir mal vielleicht von der Universität absehen, dann sind das andere eigentlich alles Projekte, die mehr oder weniger am Scheitern sind. Wenn wir vom eigenen Flughafen reden, wenn wir vom eigenen Fahrsicherheitszentrum reden, dann sind das alles Dinge, die unbedingt sein mussten. Es war auch einmal der Alpenzoo in Südtirol im Gespräch und viele andere Dinge, weil wir müssen ja in allem so viel besser und toller sein. Und ich glaube, das ist nicht nur symptomatisch für die Politik der Südtiroler Volkspartei, sondern ich glaube, das ist symptomatisch für die Politik ad personam des Landeshauptmannes, der einfach meint, er ist der Größte und der Beste und das muss es dann halt auch für das ganze Land geben. Und die Konsequenz ist eben die, dass im Grunde genommen in den letzten Jahren immer mehr Dinge sich getrennt haben, die eigentlich nicht nur zusammengehören würden, sondern wo das ganze Land von profitieren würde. Auch was die gemeinsame Nutzung von Ressourcen anbelangt, sei es die Nutzung der Universitätsklinik in Innsbruck mit Forschungseinrichtungen, wo wir jetzt wieder diese leidige Diskussion haben, in Südtirol eine eigene Medizinuniversität aufzubauen. Das Thema Flughafen, wo im Grunde genommen fürs Bustertal ist, wurscht ist, ob man jetzt auf dem Flughafen nach Innsbruck fährt oder nach Bozen fährt, warum kann man eine solche Institution nicht gemeinsam nutzen. Also all das sind Dinge, wo bewusst darauf hingearbeitet wurde, entgegenzuarbeiten. Und das ist ein bisschen eine Entwicklung, die man auch in anderen Gebieten kennengelernt hat, die getrennt wurden. In Deutschland gab es ja dasselbe Phänomen, gerade in der DDR, wo man probiert hat, gerade auf dem Gebiet der sportlichen Erfolge eine eigene Identität aufzubauen, dieses sogenannte Vaterland DDR. Dasselbe haben wir in Südtirol ja auch ein bisschen. Und das sind alles Dinge, die ich eigentlich schade finde, weil hier wird man bewusst versuchen, natürlich das Trennende in den Vordergrund zu stellen. Und dabei gibt es sehr viel, was uns einen würde, und ich glaube auch nicht, dass so viel einer Einigung entgegenstehen würde. Ich habe letztes Jahr die Erfahrung gemacht, als wir diese Unterschriften gesammelt haben für die doppelte Staatsbürgerschaft, und das ist ja so ein Schritt. Nicht nur immer darüber reden, was könnte man tun, sondern was kann man tun, was mache ich. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Schritt in diese Richtung, die Tiroler Landesteile wieder einander näher zu bringen, weil dann die Südtiroler nicht mehr nur irgendeine Herzensangelegenheit für österreichische Politiker sind, sondern weil dann Südtirol auch in Nord- und Osttirol und im Staat Österreich wieder eine tagespolitische Angelegenheit ist. Und da habe ich die Erfahrung gemacht,
wenn ich in Nord- und Osttirol oder in Österreich auf der Straße gestanden bin und für die doppelte Staatsbürgerschaft Unterschriften gesammelt habe, dann hat kaum einmal jemand nicht unterschrieben. Die Leute haben unterschrieben und es ist ja bezeichnend, dass diese Initiative eine der erfolgreichsten Bürgerinitiativen der letzten 20 Jahre in Österreich war. Obwohl kein einziger Österreicher einen persönlichen Vorteil davon hatte, wenn die Südtiroler die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Und bin ich in Südtirol auf der Straße gestanden und war die erste Frage, was bringt mir das? Also man sieht auch irgendwo, da was hier für eine Mentalität in Südtirol Einzug gehalten hat. Und das bedauere ich. Und nur ein Wort sagen wir noch erlaubt. Wenn, eben macht er, wenn alle Grenzen in Europa bestehen würden, die sich Staaten gegenseitig einmal zuerkannt haben, dann würde die Landkarte Europas heute anders ausschauen. Ich bin der Überzeugung, dass im Grunde genommen die europäische Politik sich nach der Macht des Faktischen ausrichtet. Das hat man beim Fall der Berliner Mauer gesehen, das hat man beim Balkankonflikt gesehen. Wenn in Europa hier eine Bewegung Auftrieb gewinnt, und die erleben wir ja auch bereits in anderen Minderheitenregionen in Europa, wo die Minderheit einfach sagen, wir lassen uns nicht mehr von einem Europa der Staaten bevormunden. Wir haben das Recht, selber über unsere Zukunft zu entscheiden. Ja, glauben wir wirklich, Europa würde hergehen und sagen, nein, wir akzeptieren eine freie und demokratische Volksabstimmung nicht. Aber wenn wir natürlich immer hergehen und sagen, ja, das könnte problematisch sein und das könnte der eine nicht akzeptieren, dann wird sich nichts ändern. Dann werden wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu diesem Staat gehören und irgendwann werden wir uns die Frage überhaupt nicht mehr stellen müssen, ob wir noch zu diesem Staat gehören wollen, weil dann von unserer Identität nichts mehr übrig sein wird. Und deswegen werde ich nicht müde werden, immer wieder dafür zu kämpfen, dass wir von diesem Staat wegkommen, weil ich der Überzeugung bin, dass es der richtige Weg ist. Und lieber Hans, bei aller Wertschätzung für eure Zusammenarbeit mit den Tiroler Grünen, aber es nützt halt nichts, wenn man hier große Worte schwingt und sagt, wir sind für eine Zusammenarbeit, weil vorher Kollegin Uli Meier das Thema Zweierlandtag zur Sprache gebracht hat. Ich selbst hatte im Landtag einen Beschlussantrag eingereicht, dass wir dasselbe Gremium, das heute Südtirol mit dem Trentino hat, also diesen Regionalrat, auch mit dem Bundesland Tirol einführt. Das heißt, einen Zweierlandtag, wo nur die Dinge besprochen werden, die Südtirol und das Bundesland Tirol anbelangen. Und da habt ihr Kollegen von den Grünen dagegen gestimmt. Und das stört mich einfach, dass man hierher geht und sagt, ja, wir wären ja grundsätzlich dafür. Wenn wir aber dann die Möglichkeit hätten, einen Schritt zu setzen, dann sieht man den Schwanz wieder ein und geht diesen Schritt doch nicht. Also ich glaube, und auch diese Diskussion, Visionen und realistisch zu sein, ich glaube, die Visionen gehören zur Politik einfach dazu. Wenn man aufhört zu träumen, dann hat man keine Visionen mehr und dann steht man still. Also Sie können sich wahrscheinlich noch sehr gut erinnern, wie wir zu Beginn unserer Diskussion gesagt haben, eine Stunde, also um Punkt 21 Uhr, geht die Diskussion mit dem Plenum los. Also da sind wir jetzt auch schon 40 Minuten drüber, aber ich habe mich schon damit abgefunden, dass wir wahrscheinlich 22 Uhr nicht recht einhalten können, also dann kommt das akademische Viertel halt dazu. Gut, jetzt sind aber wirklich Sie an der Reihe, aber bevor wir in diese Diskussion einsteigen, möchte ich mir doch etwas erlauben. Ich möchte erfahren, also wie Sie also über die Zukunft Südtirols konkret denken, und zwar durch Hand aufhalten. Also wer ist für den Verbleib bei Italien? Hans. Gut. Hans. Also das sind eh mehr, als ich mir gedacht habe. Also wer ist für die Rückkehr zu Österreich? Und dann bleibt im Grunde nur noch die dritte Variante und das wäre der Freistaat, also die komplette Eigenständigkeit, also Freistaat Südtirol. Gut, damit haben wir auch schon einen klaren Trend, ist irgendwo schon da, also den haben wir also irgendwo schon erkannt. Hier im Saal, natürlich. Gut. Ja. Also und natürlich also die wichtigste Frage gleich zum Schluss und die betrifft natürlich die Wiedervereinigung Tirols. Wer ist denn dafür? Also das ist eigentlich interessant. Das ist eigentlich interessant, wie leicht und wie leichtfertig diese Frage vergessen wird. Also auch darüber würde es sich lohnen, mal nachzudenken. Und ich denke,
Nach dem heutigen Abend wird man das auch wahrscheinlich irgendwann nachholen müssen. Gut, eröffnen wir somit die Diskussion. Also Löcher sind die hier Anwesenden, also sie stehen Ihnen mit Rat und Tat und natürlich Antworten zur Verfügung. Ich würde vorschlagen, dass wir so einige Fragen zusammenlassen. Ich werde dann versuchen, das Ganze zu bündeln, denn sonst kann ich mir lebhaft vorstellen, dass es bis weit nach Mitternacht geht. Also einfach Hand aufhalten, also wer eine Frage stellen möchte. Also da vorne sind einige. Aufgeschrieben, weil so viel gut reden kann nicht. Das Mikrofon weiterhalten. Ja. Vor einiger Zeit die Initiative für mehr direkte Demokratie aufrief, über ihren Vorschlag abzustimmen, erschien in der Zeitung Dolomiten mit dem Titelbild der Landesregierung. Und ich glaube, auch Sie waren auf dem Bild, Frau Stucker, mit dem Aufruf, nicht am Referendum teilzunehmen, da sonst das Chaos ausbrechen würde. Inzwischen hat sich weltweit die Bewegung, die Empörten, gegründet, die nicht nur die Finanzwelt kritisiert, sondern sich auch für mehr Mitbestimmung und direkte Demokratie einsetzt. Ich möchte Sie fragen, Frau Stuttgart, können Sie dieser Bewegung etwas abgewinnen und endlich das Südtiroler Volk selbst über Ihre Zukunft abstimmen lassen? Aber bitte kommen Sie mir nicht mit dem Vorschlag der SVP zur direkten Demokratie, die diese nur erschweren würde. Und noch eine kurze Frage am anderen Herrn Heiß. Sie haben gesagt, die italienische Minderheit. Das heißt, dass wir leben schon in einer eigenständigen Stadt. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Den Herrn da vorne in der zweiten Reihe. Ja, ich habe zwei Fragen, aber vorher muss ich eine ganz kurze Anmerkung machen zum Kosovo von Dr. Martha Stocker. Es stimmt, der Internationale Gerichtshof hat in einem Gutachten die Rechtmäßigkeit der Sezession des Kosovo anerkannt. Und zwar nicht, weil dort ein Krieg war, sondern mit einer ganz einfachen und einleuchtenden Begründung, weil es im internationalen Recht keinen Paragraph gibt, der eine Sezession verbietet. Das war die Begründung. Und ich glaube, die wäre auch auf Südtirol anzuwenden. Aber eine Frage. Sie wissen sicher, dass in Süditalien große Sezessionsbestrebungen sind. Man erinnert sich an die Zeit der Bourbonen und will sich von den Norditalienern lösen. Norditalien, Padanien will ja ein eigener Staat werden, Venetien auch. Wenn die SVP erklärt, wir bleiben bei Italien, dann besteht das Risiko, dass dann Italien aus dem ehemaligen Kirchenstaat und aus Südtirol besteht. Wäre da. Die Frage, ob das Ziel der SVP wäre. An Hans Heiß habe ich eine Frage. Er hat gesagt, dass sich in Zukunft, dass sich Italien aus Südtirol teilweise oder immer mehr zurückzieht. Da möchte ich fragen, welche Hinweise oder worauf das begründet ist, diese Prognose, weil es ja zurzeit eher das Gegenteil der Fall ist, wenn wir an den Alpini-Aufmarsch denken, also da kommt Italien immer mehr zu uns. Wenn wir an die 150-Jahr-Feier der Einheit Italiens erinnern, die in ganz Italien ja sehr stark bekämpft wurden und kritisiert wurden, aber nur wir Südtiroler hätten scheinbar da müssen begeistert mitmachen. Also Italien ist eher in der Offensive gegen uns und da möchte ich schon wissen, wie man erklären kann, dass Italien sich immer mehr zurückzieht. Nehmen wir noch ein, zwei Fragen dazu. Bitte gleich da hinten. Eine Frage an den Heimer. Was tut denn der Schützenpunkt für die, dass sich politisch wieder die Landesteile nähern? Und eine Frage an den Herrn Heiß. Haben Sie nicht endlich gemerkt, dass der Verbleib bei Italien keine Zukunft hat und dass Ihre Politik menschenfremd ist? Also ich denke, in diesen Fragen steht Sprengstoff genug, also um diese auch sofort beantworten zu lassen. Herr Heiß, Sie haben das Primat, bitteschön. Zur Frage der Menschenfremdheit bzw. der Volksfremdheit könntet ihr ja sagen.
möchten einfach sagen, dass ihr vielleicht nicht ganz repräsentativ seid für den Rest Südtirols. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Ausrichtung da ist und man müsste schon alle Südtiroler fragen. Also so weit weg von den Leuten, wie sie meinen, bin ich und sind die Grünen wirklich nicht, also in keiner Weise. Die Frage, die Hartmut Staffler eben gestellt hat, eben einerseits Rückzug aus Südtirol. Ich glaube, insgesamt, Italien ist ein schwacher Staat. Italien ist ein Staat, der seine Paraden, seine Militärfeiern, seine Hymnen, seine Einheitsfeiern abspielen muss, genau aus dem Grund, mit dem Getöse vom 25. April bis zum 4. November, weil es ein relativ schwacher Staat ist. Ich glaube, dieser Alpini-Aufmarsch ist ein Spektakel, das mir absolut fremd und auch zuwider ist. Und ich glaube, diese Formen der Spektakel kommen, aber sie gehen auch relativ schnell wieder. Ich glaube, ein Staat, der nicht mehr in der Lage ist, seiner Polizei das Benzin zur Verfügung zu stellen, hat einige Schwierigkeiten auch, seine Möglichkeiten in jeder Hinsicht auszuschöpfen. Ich glaube, dass die Ereignisse der letzten Jahre deutlich gezeigt haben, dass wir zunehmend an Möglichkeiten gewinnen können. Ich glaube, das Mailänder Abkommen zum Beispiel vom 30. November 2009, das Südtirol 90% der Steuereingänge hier im Land sichert, ist ein entschiedener Fortschritt gewesen. Ich bin der Überzeugung, dass man auf diesem Weg noch sehr, sehr weit kommen kann und da hätte ich eigentlich keine Probleme, diesen Weg entschieden weiter zu beschreiten. Ich glaube, der Staat Italien muss mit uns Schatten sehen, seine Integrität zu wahren und seine inneren Probleme zu lösen und der Druck auf Südtirol wird sich relativ abschwächen. Das ist meine feste Überzeugung. Zur Frage der 150 Jahre, Hartmut Staffler, also die Feiern, die hier in Südtirol eben abgelaufen sind, waren relativ mäßig. Ich denke, es ist ein interessanter Anlass gewesen, um über Italien nachzudenken, um über die Beziehung zwischen Südtirol und Italien nachzudenken. Das heißt nicht, dass man diese 150 Jahre feiern muss, aber es ist ein Grund, darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass die Sezession, wie du sie ansprichst, von Süditalien und von Norditalien, trotz des Getöses der Lega, trotz mancher Kräfte in Süditalien, wirklich nicht so schnell kommen wird. Also es gibt noch andere Kräfte, die sehr stark für den Zusammenhalt dieses Nationalstaates, nicht des Nationalismus, eintreten, von der Wirtschaft über den Staatspräsidenten bis zu sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich einfach sagen, okay, wir sind zusammen, wir müssen nicht eine geschlossene Staatsnation bilden, also das ist eine Grundhaltung, die ich sehr viel stärker sehe, während die Position der Lega eher im Rückmarsch ist. Also kurz gesagt, ich bin eher der Auffassung, wir können unsere autonomen Positionen verstärken in aller Deutlichkeit und werden ganz sicher nicht von Italien aufgefressen. Herr Fattucca, also direkte Demokratie bzw. Bürgerbeteiligung, aber auch also auf Südtirol als Staatengebilde mit dem Vatikanstaat in Italien. Also ich kann zur direkten Demokratie ganz klar sagen, dass diesbezüglich meine Haltung immer diejenige war, bei jedem Referendum, und da bin ich zum Teil auch mit meiner Partei in Clinch gekommen, dass man hingehen soll, nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden soll. Allerdings im Zusammenhang mit der direkten Demokratie habe ich sicher auch dazu gesagt, dass ich mit einigen dieser Bestimmungen größte Schwierigkeiten habe. Aber mir hat nie jemand abbringen können, dass ich irgendwann einmal gesagt hätte, man soll nicht hingehen. Nicht hingehen ist für mich das Undemokratischste, was man machen kann. Weil dann sozusagen, und deshalb bin ich auch nicht glücklich gewesen mit unserem Gesetz, das wir hatten, weil das ein bisschen dazu verführt hat, den Leuten eben auch zu sagen, bleibst daheim. Währenddem ich möchte, dass sich Menschen mit den Themen auseinandersetzen und dann nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Das habe ich immer gesagt und zu jedem der Abstimmungen, die es gegeben hat, ob auf Südtiroler Ebene oder auf gesamtstaatlicher Ebene. Das also zur direkten Demokratie, und in dem Zusammenhang
natürlich kann ich nachvollziehen, dass man sagt, wir möchten auch endlich einmal, weil wir es wirklich nie haben tun dürfen, über die Zukunft dieses Landes abstimmen. Das ist die eine Geschichte, auch das muss man sagen. Eine Abstimmung ist das eine, das nächste kommt danach und das ist die Sezession. Und die Frage ist, wie man sich das dann vorstellt. Wenn wir hier jetzt abgestimmt haben, dann wird der italienische Staat wahrscheinlich auf Haupt nachgehen und sagen, ja und jetzt entlassen wir ihn. Ich denke, diese unrealistische Vorstellung muss man auch einmal ein bisschen hinterfragen. Natürlich wäre eine Abstimmung eine Möglichkeit, das könnte uns niemand verbieten. Aber wir können auch nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Auf der einen Seite natürlich versuchen, möglichst viel aus diesem italienischen Staat an Selbstständigkeit herauszuholen. Das, denke ich, ist unsere ganz, ganz wesentliche Zielsetzung, die wir verfolgen müssen, weil vielleicht eben auch im Sinne dessen, was davor der Tony Cennet gesagt hat, vielleicht müssen wir schon zuerst einmal ein paar Sachen sichern, wenn wir weitere Schritte überhaupt irgendwann einmal im Auge haben sollten. Und sollte es so sein, dass irgendwann der italienische Staat tatsächlich auseinanderbricht und der Daniel und der Kirchenstaat sozusagen andere Wege gehen in der Zukunft, dann wird auch Südtirol diese anderen Wege gehen und da vielleicht gibt sich dann das, was ich auch an Möglichkeiten auch für die Zukunft nicht ausschließen möchte. Ich bin ja nicht, gehöre nicht zu jenen, die sagen, ich weiß ganz genau, es gibt den einzigen Weg in diese Richtung. Es kann mehrere Wege geben und es ist wichtig, dass wir uns bereithalten auch für verschiedene Möglichkeiten, die es gibt. Trotzdem zum Kosovo muss ich ganz klar Folgendes sagen. Die Fragestellungen im Internationalen Gerichtshof von Seiten Serbiens in Bezug auf Kosovo war, inwieweit die Erklärung der Unabhängigkeit von Kosovo internationales Recht verletzt hat. Und es ist klar gesagt worden, es gibt kein internationales Recht, das es verletzt hat. Das ist richtig. Aber es ist auch keine Aktivlegitimation für Sezession gewesen. Und da bitte müssen wir schon immer etwas genauer auch unterscheiden. Einfach um den Menschen nicht irgendwelche Hoffnungen zu machen, die danach nicht erfüllt werden können. Denn ich glaube, eines, das wir wirklich nicht machen dürfen als Politiker, ist Menschen Hoffnungen zu machen, wo sie danach enttäuscht werden. Das halte ich für den größten Fehler, den wir machen können. Aber gerüstet sein für Eventualitäten, das auf alle Fälle. Vielleicht sollten wir auch noch, wenn wir von Kosovo reden, uns schon ein bisschen auch vor Augen führen, was damals dort passiert ist. Ich möchte das für dieses Land nicht erleben. Also Sie die Frage, wir haben es ja vorhin angeschnitten, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn Sie das jetzt vertiefen. Also was tun die Südtiroler Schützen, damit die Tiroler Landesteile wieder zusammenwachsen? Also das Südtiroler Schützenbund, was tut der? Wir können erstens, und das machen wir auch, wir können etwas vorleben. Und ich glaube, momentan leben wir es sehr gut vor, wie wir mit dem Bund der Tiroler Schützenkompanien und wie der Südtiroler Schützenbund gemeinsame Gespräche führen, gemeinsame Sitzungen halten, gemeinsam da an einem Schützenbund bauen. Das ist einmal das eine. Das nächste, was wir tun können, damit sich die Landesteile und damit sich die Politik wieder annähert, das ist die Bevölkerung für unsere Idee zu überzeugen. Und wenn ich heute in den Saal hineinschaue und über 300 Menschen hier sehe bei diesem Thema, dann tun wir da etwas daran, dass sich die Bevölkerung Gedanken über die Zukunft macht und dass sie sich auch Gedanken darüber macht, ob es wieder zu einem vereinten Tirol kommen soll oder zu einem Freistaat. Auf jeden Fall setzen wir damit schon mal die Politik etwas unter Druck. Denn wer wählt denn die Politiker? Die Politiker wählt die Bevölkerung. Und wenn es uns gelingt, die Bevölkerung von unserer Idee zu überzeugen, dann wird in der Politik auch die Wege gegangen werden, die wir uns eben erhoffen, dass sie Realität werden. Das zum einen. Zum anderen möchte ich noch etwas groß loswerden. Der Herr Heiß macht sich ja sehr viele Sorgen um die Italiener in unserem Land. Er hat Angst, dass es dann zu einer Umkehrsituation kommt, dass die Italiener dann die Minderheit wären. Er verteidigt ja geradezu dieses System der Autonomie, wo wir die Minderheit in dem Staat sind. Wieso macht er sich dann solche Sorgen, wenn morgen die Italiener eben
in Österreich oder in Tirol diese Minderheit wären, wenn sie so perfekt und so super ist, dann braucht er sich ja darüber keine Gedanken machen. Und wenn sich die Italiener in Südtirol nicht wohlfühlen, dann liegt es an ihnen. Es liegt an ihnen, weil sie sich faktisch mit dem Faschismus identifizieren und damit sich selbst das Heimatrecht in diesem Land absprechen. Ich glaube, das ist das große Problem mit den Italienern in Südtirol. Sie hängen sich an faschistische Relikte, an faschistische Ortsnamen, und das Traurige daran ist, dass zum Beispiel die Grünen sie auch noch in dieser Haltung unterstützen, anstatt sie zurechtzuweisen, um dann später vielleicht einmal das Zusammenleben so funktioniert, wie es funktionieren soll, und nämlich mit Italienern und nicht mit Faschisten. Danke. Also, Herr Heiß, ich glaube, darauf geziemt es sich, dass Sie auch antworten, denn irgendwo ist ja der Vorwurf gekommen, also der auch nicht ganz unwesentlich ist. Die Grünen unterstützen die Faschisten, also das ist etwas, was ja so nicht sein sollte. Ja, das ist schon ein sehr spannender Kurzschluss. Der nächste Schritt wäre natürlich zu sagen, die Grünen sind Faschisten. Dann hätte man wirklich den Kurzschluss befürchtet. Perfekt. Ich bedauere selber, dass die Beziehung vieler italienischer Mitbürger zu den faschistischen Relikten und zu Teilen der Tolomeischen Ortsnamen nicht geklärt ist. Ich finde, es wäre ganz wesentlich, dass sehr viel mehr Italiener, und es gibt viele Italiener, die sich mit den faschistischen Relikten nicht identifizieren, dass die ganz klar sagen, das sind Teile einer schwarzen Vergangenheit, die Italien über Südtirol hinaus ins Unglück gestürzt hat. Und mit dem Kapuzinerbastel brauche ich mich nicht zu identifizieren, auch keine Grenze davor niederlegen. Also mir wäre das sehr wichtig, und als Historiker, der ich bin, arbeite ich mit italienischen Kollegen zusammen und wir arbeiten in diese Richtung. Und einiges passiert auch an Distanzierung, aber es ist zu Recht viel mit Recht viel zu wenig, also das möchte ich auch sagen. Im Hinblick auf die Ortsnamen haben wir eine klare Position. Wir sind für die Beibehaltung der öffentlichen Ortsnamen von öffentlichem Recht. Ich glaube aber, dass man einen guten Teil der Tolomeischen Kreationen dabei auch abschaffen kann mit dieser Haltung. Also wir sind für eine überlegene, reflektierende Position in der Hinsicht, und wir lassen uns keinesfalls nachsagen, dass wir als Italiener uns, dass wir als Grüne uns in die faschistische Ecke stellen lassen. Das ist ziemlich öde, und ich glaube, das trifft in keiner Weise zu. Also ich möchte nur nicht, dass man alle Italiener in einen Topf wirft in dieser Hinsicht, sondern man muss sie dafür gewinnen, sich von dieser Position zu distanzieren. Und im Bruneck gerade hat sich gezeigt, dass zumindest mit der sehr ausgewogenen, aber auch sehr distanzierenden Betafelung des Kapuzinerbastels hier auch mit den italienischen Parteien ein Weg gegangen ist, der von dem Freiheitlichen bis zu Herrn Stanker offenbar mitgetragen werden konnte. Also das muss der Weg sein, den man einschreitet. Den man beschreitet, dann ist ein effektiver Fortschritt zu verzeichnen. Aber es geht viel zu langsam, da stimme ich zu. So, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass Sie nur darauf brennen, Ihre Fragen loszuwerden. Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Ich habe eine Frage an die Uli Mai, und zwar, wenn wir in Südtirol jetzt einen Freistaat hätten, hätten die Freiheitlichen noch ihr Ziel erreicht, oder würden sie eine Rückkehr zu Österreich dennoch anstreben? Gut, gehen wir nach hinten, also da sind auch einige Wortmeldungen. Ja, kurz als Gast, ich komme aus Nordtirol und ich sage eine Bitte loswerden und auch einen Vorschlag, wie man das Verhältnis zwischen unseren beiden Landesteilen vielleicht wieder verbessern könnte. Ich bin Schützenhauptmann von der Schützenkompanie Völs bei Innsbruck, habe aber auch einen Brotberuf, da bin ich Lehrer, und zwar Geschichtelehrer. Ich habe im Jahr 2009, anlässlich des Gedenkjahres, versucht, im Tiroler Landtag zu erreichen, dass gemeinsam mit dem Südtiroler Landtag ein Geschichtebuch aufgelegt wird für die Tiroler Geschichte.
die österreichischen Geschichtsbücher haben nur minimale Beiträge über die Geschichte des Landes Tirols. Und wenn sowas aufgelegt werden könnte und in beiden Landesteilen dann eingesetzt wird, dann wäre das ein Beitrag über die Kinder, Jugendlichen, dass man das gemeinsame Tirol hervorhebt. Und deswegen meine Bitte an alle hier vertretenen Politiker, versucht ihr von Südtirol aus das mit den Nordtiroler Kollegen zu initiieren, mir ist nicht gelungen. Und wenn ich darf, dann ganz kurz, das Demokratieverständnis von Herrn Heiß ist mir nicht ganz klar. Er macht sich Sorgen um 25-26% der Italiener, die bei einer Selbstbestimmung eventuell überfahren werden könnten. Der Umkehrschluss ist aber dann, dass 74-75% der Bevölkerung sich der Meinung oder dem Willen der 25-26% unterordnen müssen. Und das ist nicht demokratisch, glaube ich. Ansprechpartner. Was ich auch gehört habe, sollen wir schauen jetzt gemeinsam, und da braucht es natürlich auch die Parteien, die was nach dem Maul entscheiden, dass wir eine richtige Autonomie, eine Vollautonomie kriegen in jeder Hinsicht, um vielleicht später dann auch einmal auf die anderen Sachen zu denken. Wenn ich heute, ich komme von Sport, und wenn wir da nicht gewisse Regeln, was die Italiener auch müssen inhalten, einführen, nachher werden die uns in jeder Hinsicht allen auf die Seite schieben. Wenn ich heute von Sportler her, was die gleichen Leistungen bringen oder besser, wenn eine Winnermöglichkeit ist, dann wird allen Italiener genommen. Und da appelliere ich an die Politik, dass wir da auch vielleicht in der Sport, dass wir selber mal eine ganz große Autonomie kriegen und in anderen Sachen dann natürlich weiter. Ich habe ein bisschen auch bei den Sprachgruppenzugehörigkeitsentscheid, was da die Grünen um eigentlich meine aufgefordert, da nicht teilzunehmen. Also wir in Proporz, dass wir selber haben und keine Chance mehr haben, ins Deutsche zu vertreten, dann wird es ganz schnell gehen, dass die Italiener, wenn es erwingert ohne Gesetze, nützen sie uns aus. Das ist mein Beitrag. Ich hätte ganz eine kurze Frage, und zwar, man redet allem von Zusammenwachsen mit den Tiroler Landesteilen. Inwiefern wird da Bezug genommen aus Trentino? Wie stehen da die Schützen dazu? Die Uli Meier hat eben schon nichts gesagt, was das Trentino betrifft, und mich würde interessieren, wie die Stellung von den anderen Teilnehmern ist. Wie ist es in Trentino? So, gib schon wieder eine Frage. Meine Frage ist an alle Politiker, was ist mit Pilz und Buchenstein? Weil wir sind ja auch ein Teil Tirol. Mein Opa ist ja Tiroler gewesen. Und die Mehl zurück. Also Freistaat und was dann?
Ja, die Frage war, ob die Freiheitlichen das Ziel erreicht hätten mit der Verwirklichung des Freistaates. Ich würde sagen, ein kurzfristiges Ja. Wir haben, wie ich eingangs gesagt habe, ganz klar gesagt, was ist realistisch, um so schnell wie möglich vom Staat wegzukommen. Ich habe die Wichtigkeit betont der Einbindung der italienischen Volksgruppe. Deswegen als erster Schritt hätten wir ein Ziel erreicht. Aber natürlich ist die Richtung Landeseinheit von den Freiheitlichen nicht vom Tisch. Das ist ein Wunsch. Ob er realistisch ist, weiß ich nicht. Wir persönlich halten den Freistaat für realistischer, sagen auch Experten so. Mein persönlicher Wunsch wäre ein Freistaat Tirol. Wo dann, um auf das Trentino zu kommen, auch meinetwegen das Trentino dabei sein könnte. Und das wäre dann effektiv die Europaregion Tirol, von der immer alle gesprochen haben und die ich beim Modell der Vollautonomie irgendwo auch vermisse. Die Europaregion Tirol ist auch keine neue Erfindung, die hat es auch seit Beginn der 90er Jahre schon gegeben. Aber ich denke, dass wir uns auch da irgendwo entfernen würden mit der Vollautonomie. Also mir fehlt es hier einfach ein bisschen an der Glaubwürdigkeit, denn wie gesagt, es ist schön, den Leuten hier zu erklären, so viel Kompetenzen wie möglich von Rom zu holen, wenn man dann ganz klare Forderungen stellt. Und ich betone, der Landtag muss in Südtirol das höchste Gremium sein, um für das eigene Land irgendetwas zu verlangen. Das ist nicht der Landeshauptmann, das ist nicht die Landesregierung, das ist der Landtag. Wir sind alle vom Volk direkt gewählte Mandatare. Und wenn wir einen klaren Antrag stellen, mehr Kompetenzen von Rom zu bekommen, und dann die Partei der Vollautonomie dagegen stimmt, dann frage ich mich, was wollen wir? Was wollen wir? Also hier fehlt es mir ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Und zudem muss man sagen, ein Verfassungsexperte, den die Südtiroler Volkspartei in ihren Reihen zweifelsohne hat, Dr. Karl Zeller, der selbst hat vor einigen Jahren gesagt, die dynamische Autonomie ist tot, wir haben von diesem Staat nichts mehr zu erwarten. Jeder, der glaubt, die Autonomie ausbauen zu können, der wird enttäuscht werden. Dieser Staat wird uns nichts mehr geben. Das sind die Worte des Karl Zeller. Frau Weil, noch ganz kurz, wie hatten wir es mit den Ambezaner Buchensteinern? Wollen die auch zu uns? Ja, hier haben wir uns ganz klar dafür ausgesprochen.